Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Lecture des Zentrums Altertumswissenschaften Zürich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Andreas Viktor Walser und als Vorsitzender des ZAZ darf ich Ihnen unseren heutigen Referenten, Professor Dr. Walter Scheidel, vorstellen. Walter Scheidel gehört zu den profiliertesten Historikern der alten Welt und weit darüber hinaus, und wie so oft bei einer Person, die eigentlich keine Vorstellung nötig hat, gäbe es sehr viel zu sagen, aber da Sie alle nicht hierher gekommen sind, um mich lange reden zu hören, will ich mich auf einige wenige Eckdaten beschränken. Walter Scheidel studierte in seinem Geburtsland Österreich an der Universität Wien, wo er 1993 mit einer Arbeit über Grundpacht und Lohnarbeit in der Landwirtschaft des römischen Italien promoviert wurde. 1998 wurde er an der Universität Graz habilitiert. Schon nach einer Assistenzzeit in Wien und einige Jahre vor der Habilitation hat Walter Scheidel als Moses und Mary Findlay Research Fellow an die Universität Cambridge gewechselt und damit den ersten Schritt in den englischsprachigen Raum gewagt, der für seine weitere Karriere bestimmend sein sollte. 1999 wechselte Walter Scheidel in die USA, zunächst als Visiting Professor an der Stanford University und an die University of Chicago. 2003 wurde er an die Stanford University berufen, der er als Professor bis heute treu geblieben ist. Walter Scheidels Forschungen lagen zunächst vor allem im Bereich der antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Insbesondere die antike Demografie hat er mit seinen Forschungen auf eine völlig neue Basis gestellt, indem er die früheren, eher hilflosen Versuche aus anekdotischen Angaben in den Quellenschlüsse zu ziehen, durch konsequent komparative, an statistischen Modellierungen orientierte Ansätze ersetzt hat. Ebenso wichtig sind etwa seine Forschungen zur Sklaverei und zum Steuer- und Abgabewesen in der Antike. Als Mitherausgeber der 2007 erschienenen Cambridge Economic History of the Greco-Roman World hat er ein unabdingbares Standardwerk verantwortet, das jene neue Sicht auf die antike Wirtschaftsgeschichte repräsentiert, die Scheidel selbst mit seinen Forschungen entscheidend mitgeprägt hat. Ohne seine Interessen an der Wirtschafts- und Sozialgeschichte aufzugeben, hat Scheidel seine Forschungsperspektive in den vergangenen Jahren dann konsequent ausgeweitet und auch für die alte Geschichte insgesamt neue Felder ausgedehnt. Zu nennen sind etwa seine Studien zu vormodernen Imperien, wo er insbesondere vergleichende Untersuchungen zu Rom und China unternommen hat. Charakteristisch ist dabei stets ein methodisch innovativer Zugang, der naturwissenschaftliche Erkenntnisse etwa zur Biologie oder zum Klima mit traditionelleren historischen Ansätzen vereint. Mit seiner 2017 erschienenen Studie The Great Leveler, Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the 21st Century hat Walter Scheidel den Rahmen der alten Geschichte dann definitiv gesprengt. Die unter dem Titel Nach dem Krieg sind alle gleich auf Deutsch erschienene Untersuchung hat aufgezeigt, auf welche Weise es in der Menschheitsgeschichte zu einem Abbau sozialer Ungleichheiten kam. Und Walter Scheidel kommt dabei zum Schluss, dass dies über alle Epochen hinweg eben stets nur infolge von Kriegen, Revolutionen oder epidemischen Katastrophen geschah, nicht aber auf politische Bestrebungen hin. Das Buch hat weit über die Altertums- und Geschichtswissenschaften hinaus Resonanz gefunden und wurde vielfach ausgezeichnet. Kaum weniger Erfolg hatte das 2019 erschienene Nachfolgebuch, wenn man so will, Escape from Rome, The Failure of Empire and the Road to Prosperity. Damit ist nur ein kleiner Teil eines Oeuvres vorgestellt, das inzwischen rund 20 Bücher und 250 Aufsätze
fasst und das Walter Scheidel zum Titel The World's Most Cited Roman Historian in an Active Faculty Position verhalf. Die Quelle für diese Bezeichnung ist die Homepage, von daher kann ich sie nicht verbürgen. Heute geht Walter Scheidel der Frage nach, gab es ein globales Altertum? Damit ist indirekt auch die Frage gestellt, wie eigentlich die alte Geschichte und die Altertumswissenschaften insgesamt im 21. Jahrhundert aussehen sollen. Vor einem Jahr hat Mary Beard an dieser Stelle die Frage aufgeworfen und zu antworten versucht, does Classics have a future? Wir freuen uns, dass wir diese Diskussion über die Zukunft unseres Faches nun fortsetzen können und wir sind sehr gespannt auf die Antworten, die Sie uns heute geben werden und die sich vermutlich etwas von jenen von Mary Beard unterscheiden werden. Ich freue mich auf den Vortrag. Vielen herzlichen Dank für diese ehrenvolle Einführung. Was ich in den folgenden, wie viel Zeit habe ich eigentlich, 45 Minuten, tun möchte, ist, na das würde ich jetzt vielleicht dann doch nicht vorschlagen wollen. Was ich tun möchte, ist in gewisser Weise ein Auszug aus einem Buch, das ich vor einigen Wochen an den Verlag geschickt habe, ein Versuch, die sogenannte alte Geschichte in etwas breiterer Weise aufzustellen. Das führt uns sofort zur ersten Definition. Was ist denn eigentlich die alte Geschichte? Die klassische Antwort wird natürlich gegeben vom historischen Seminar der Universität Zürich. Es geht bei der alten Geschichte um die Geschichte des Mittelmeerraums und der daran angrenzenden Gebiete in der Antike in einem bestimmten Zeitraum. Das ist eine wirklich klassische Definition, denn wenn man sich althistorische Abteilungen oder Institute oder Seminare ansieht im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus, ist das eigentlich die Standarddefinition. Es ist entweder die Geschichte der Griechen und Römer oder die Geschichte der Griechen und Römer und die unmittelbar daran angrenzenden, räumlich oder zeitlich angrenzenden Kulturen. Das war natürlich nicht immer so. Wenn man weiter zurückgeht in die Vergangenheit, findet man einen breiteren Ansatz vor. Die Humanisten haben sich natürlich mit Griechen und Römern sehr gerne befasst, aber auch mit der alttestamentarischen Überlieferung, mit der hebräischen Sprache, mit Arabisch, haben versucht, ägyptische Hieroglyphen zu entziffern, wenn auch ohne Erfolg. Es wurde aber auch unter den allgemeinen Historikern die alte Geschichte in der Regel breiter angelegt. Wenn man denkt an Charles Rollin hier auf der rechten Seite, der in den 1730er Jahren eine 12-bändige Histoire ancienne verfasst hat, wo eben nicht nur die Griechen und Römer eine Rolle spielen, sondern alle bekannten nordafrikanischen und westasiatischen antiken Kulturen selbstverständlich ebenso einbezogen wurden. Selbst der romantische Verehrer des Griechentums, Johann Winckelmann, begann seine berühmte Geschichte der Kunst des Altertums im Jahre 1764 mit Ägyptern, Phönikern und Persern, wenn auch zugegebenermaßen bereits in wenig schmeichelhafter Weise. Es waren also nicht nur die Griechen und Römer, sondern die anderen waren ebenfalls inkludiert. Zur selben Zeit haben natürlich die berühmtesten Universalhistoriker in Göttingen, Gatterer und Schlötzer sich daran versucht, zum ersten Mal eine planetarische Weltgeschichte zu konstruieren, wie man das sagen will, einschließlich einer von der Ambition her planetaren, antiken, alten Geschichte. Natürlich im Rahmen ihrer sehr beschränkten Möglichkeiten, es ist nicht allzu viel dabei herausgekommen aus unserer Sicht, aber die Ambition war selbstverständlich gegeben. Jetzt gab es aber gleichfalls in Göttingen zur selben Zeit die klassischen Philologen, Gelehrte wie Christian Gottlob Heine, der das philologische Seminar übernommen hat, das erste überhaupt, das von Gessner gegründet worden war, im früheren 18., Mitte des 18. Jahrhunderts, und das sozusagen
hingetrimmt hat auf ein neues Format, wo die Philologie gesäubert wurde sozusagen von nicht griechisch-römischen Elementen, ganz fokussiert wurde auf alle Aspekte des Griechentums und des Römertums, Sprache, Literatur, Geschichte, Kunst, was immer. Und der auch als erster im Deutschen zumindest den Begriff der Wissenschaft des Altertums, der Altertumswissenschaft, verwendet hat. Entlehnt aus dem Französischen, aber erfüllt von einer neuen Bedeutung, dass es eben eine wissenschaftliche Auseinandersetzung geben möge, aber eben ganz klar konzentriert nur auf Griechen und Römer. Und insofern war es durchaus folgerichtig, dass einer sein berühmtester, ihm dann etwas entfremdeter Schüler, Friedrich August Wolff, ein ähnliches Seminar gegründet hat in Halle und dort über 20 Jahre lang eine Vorlesung gehalten hat über die Enzyklopädie der Philologie, die dann 1807 in die Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und Wert einmündete. Und in der heißt es dann sehr prägnant, es gab in der Antike alle möglichen Völker, alle möglichen Kulturen und Gesellschaften. Es wäre im Prinzip sehr schön, wenn man die alle in einer Reihe aufstellen und gemeinsam behandeln könnte. Doch das geht nicht. Vielerlei Ursachen machen hier eine Trennung notwendig und erlauben uns nicht, Ägypter, Hebräer, Perser und andere Nationen des Orients auf einer Linie mit den Griechen und Römern aufzustellen. Was waren diese Gründe? Der wichtigste Grund war natürlich, dass nur die Griechen und Römer eine sogenannte höhere eigentliche Geisteskultur hervorgebracht hatten, wohingegen alle diese anderen Leute nur Zivilisationen hatten. Und Zivilisation war etwas Minderes als eine höhere eigentliche Geisteskultur. Das war noch eine relativ zurückhaltende Definierung. Wir haben auch Mitschriften aus den Vorlesungen von Wolff, das dem stärker Ausdruck verleiht, ausdrücklich feststellt, dass eben Chinesen, Ägypter, Gesellschaften in Afrika diese Geisteskultur im Wesentlichen abging, dass ihnen eine eigene Kultur, eine gelehrte Kultur abgesprochen werden müsse. Der zweite Grund war, dass selbst wenn gezeigt werden könnte, dass nicht griechisch-römische antike Gesellschaften etwas von Wert hervorgebracht hätten, dass man das immer noch ausschließen müsse, um ein homogenes akademisches Feld zu bewahren, wo die Griechen und Römer sozusagen in Kombination eine homogene Einheit bilden und alles andere ausgeschlossen wird. Und der dritte Grund war der Mangel an Überlieferung, die Vorstellung, dass man nur von den Griechen und Römern genug wisse, um sie entsprechend behandeln zu können, was zumindest zum damaligen Zeitpunkt ja nicht ganz unrichtig war. Daraus ergibt sich dann der Schluss, dass diese anderen Völker den sogenannten Orientalisten überlassen werden solle, wohingegen sich die wirklichen Philologen beschränken möchten, auf die Griechen und Römer und damit auch den Begriff Altertum oder was wir jetzt alte Geschichte nennen würden, limitieren, begrenzen sollten auf die Griechen und Römer, auf die beiden Völker, die durch Geisteskultur, Gelehrsamkeit und Kunst verfeinert waren. Das war jetzt nun, muss man schon dazu sagen, auch aus der Perspektive der Zeit etwas problematisch. Denn es gab damals bereits seit etwa 20 Jahren die ersten Übersetzungen von antiken Sanskrit-Texten, die große Aufmerksamkeit gefunden haben in der europäischen Gelehrtenwelt. Auch die ersten Übersetzungen der Avesta, von antiken iranischen Texten. Das heißt, es war damals schon klar, dass es eben nicht nur das Alte Testament gibt, sondern dass auch andere antike Kulturen entsprechende Literaturen und Texte hervorgebracht haben, für die sich Leute sehr wohl interessiert haben. Man kann natürlich auch die etwas merkwürdige Logik diskutieren, dass einerseits der Anspruch erhoben wurde, man könnte nur über Griechen und Römer genug sagen, dass die anderen nicht wirklich genug bekannt wären, außer dass man bereits weiß, dass sie weniger gut sind als die Griechen und Römer. Das ist etwas unlogisch, nicht? Man könnte sagen, entweder das eine oder das andere. Das wurde damals schon als Problem wahrgenommen,
sodass einige Jahre nach dem Tod von Wolf und der Herausgeber seiner gesammelten Schriften sich bemüßigt gefühlt hat, eine Fußnote einzufügen in diesen Text, wo er gesagt hat, naja, es stimmt schon, man hat seit Wolf das niedergeschrieben hat, viele neue Erkenntnisse gewonnen über Indien, auch die Hieroglyphen wurden jetzt zum ersten Mal übersetzt in Ägypten. Es wurde immer klarer, dass es alle möglichen Traditionen gibt, außer den griechisch-römischen und hebräischen, aber das macht eigentlich nichts. Mit der vielleicht ein wenig der Ausnahme der Inder zeigt das immer wieder, dass der von Wolf postulierte Unterschied immer noch besteht. Die Griechen und Römer sind schlicht und einfach besser als alle anderen. Daher mögen sich die wirklichen Philologen auf das wirkliche Altertum beschränken, eben auf die griechisch-römische Welt. Das war nun im Prinzip eine Regel, die sich nicht nur bei Wolf findet, natürlich, es ist halt in besonders prägnanter Form greifbar in seinen Schriften und Ausführungen, eine Regel, die sich im Wesentlichen perpetuiert hat. Man könnte jetzt die ganze Stunde füllen, und ich möchte das nicht tun, mit einer Erörterung, wie Zeitgenossen und folgende Generationen damit umgegangen sind, wie diese Demarkierungen der Griechen und Römer von anderen eingebettet waren in die Auf- und Abwertung erst der Chinesen und dann der Inder im 18. und frühen 19. Jahrhundert, wie es eingebettet ist in die wachsende Vorstellung eines dominanten Westens und eines dekadenten Orients, wie diese Demarkierungen zu einem akademischen Prinzip erhoben wurden von den Zeitgenossen und Nachfolgern von Wolf, wie diese Vorstellungen sich auch festsetzten im Gymnasialbereich über Humboldt und die Reformen im preußischen Erziehungswesen und sich dann über den ganzen deutschsprachigen Raum ausgebreitet haben, wie gelegentliche Dissidenten, die doch auf den Plan getreten sind und gesagt haben, man müsse doch zumindest der Sanskrit-Tradition eine ähnliche Stellung einräumen, dass die eigentlich nie eine Chance hatten, ebenso wenig wie später Altorientalisten eine Chance hatten, hier wirklich durchzubrechen. Und dass nicht einmal der furchterregend gebildete Eduard Meyer, der vor über 100 Jahren Professor für Alte Geschichte in Berlin war, seine Vorstellung durchsetzen konnte, man möge doch die alte Geschichte zumindest erweitern von den Griechen und Römern auf Nordafrika, Ägypten, Westasien und Iran. Das Problem war dabei, dass diese Ausweitung getragen war in seinem Fall von seinen genialen Sprachkenntnissen, dass er ungefähr 10 antike Sprachen sich alle angeeignet hat, und das war natürlich kein praktikables Modell für ein Fach oder für andere Gelehrte. Man könnte auch darüber sprechen, wie das Modell dieser griechisch-römischen Altertumswissenschaft andere Fächer geformt hat, gerade die Geschichte als akademisches Fach, wie es Traditionen in anderen Ländern beeinflusst hat im Laufe der Zeit, in Italien, in Frankreich, und wie im angelsächsischen Raum als analog dazu sich Classics entwickelt hat. Eigentlich auch eine Form der Altertumswissenschaft, ganz konzentriert nur auf Griechen und Römer. Man könnte auch darüber sprechen, wie sich die Experten im Laufe des 19. Jahrhunderts zumindest offiziell, vielleicht nicht in ihrem Herzen, aber offiziell abgewandt haben von der Vorstellung, die Griechen und Römer seien einfach besser als andere, dass eben andere Legitimationsstrategien an die Stelle traten, das Western Civilization Modell, das zurückgeht schon auf das Mittelalter, wo die Griechen und Römer eben dass ihnen besonderer Wert zugesprochen wird, weil sie eben die kulturellen Ahnherren und Vorfahren der jetzigen Europäer gewesen sein. Man könnte darüber sprechen, wie im Laufe des 19. Jahrhunderts Lehrstühle für alte Geschichte geschaffen wurden, oft aber nicht immer an die heranwachsenden historischen Institute angeschlossen wurden, was inzwischen ein Normalfall ist, schon im 20. Jahrhundert der Normalfall war in Deutschland, in Zürich, in Bern, an den meisten österreichischen Universitäten. Und wie als Folge dessen die mehr holistisch angelegte Disziplin von Classics eigentlich als Relikt der altertumswissenschaftlichen Tradition nur im angelsächsischen Raum weiter besteht. In England, den USA und den ehemaligen Kolonien. Ich werde mir all diese Dinge schenken, weil ich eher über die Zukunft sprechen möchte, muss aber doch festhalten, dass alle diese Dinge keineswegs
Ancient History sind. Es gibt ja im Englischen den Ausdruck, that's ancient history. Und das bedeutet etwas sehr irrelevant und obsolet. Dann gibt es seit ungefähr 200 Jahren, nicht zufällig im Zuge der Modernisierung, ist das aufgekommen. Alle diese Dinge, diese wissenschaftsgeschichtlichen Dynamiken sind keineswegs ancient history, weil sie prägen immer noch die Etablierung der akademischen Fächer und die Strukturen, in denen wir uns auch heute noch bewegen. Das ist deshalb so, weil es ja auch heute noch im Grunde genommen nur zwei Varianten gibt, wenn man so will, der alten Geschichte, was ich gerne bezeichne als griechisch-römisch oder griechisch-römisch plus, alte Geschichte plus. Die pure alte Geschichte ist die, die nur auf die Griechen und Römer beschränkt ist, im Sinne von Wolf und seiner Zeitgenossen und Nachfolger. Alte Geschichte plus ist, was man eben findet, nicht auf der Website des Fachbereichs Alte Geschichte in Zürich und vielen anderen solchen Fällen, Griechen, Römer und unmittelbare zeitliche und oder räumliche Nachbarn. Das ist ein Begriff, der weit über den deutschsprachigen Raum hinausgeht. Er findet sich im Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen, Russischen, wo auch immer man blickt. Wenn man sich ansieht, die Titel von Referenzwerken, von Enzyklopädien, von akademischen Fachzeitschriften, die Ancient History ansprechen, bei denen geht es entweder nur um Griechen und Römer oder um Griechen und Römer plus den unmittelbar angehängten räumlichen und zeitlichen Nachbarn. Natürlich gab es auch immer Versuche, diesen Bereich zu erweitern. Ich verspreche, es ist das letzte Mal, dass ich eine Website aus Zürich anführe. Deshalb gibt es ja Dinge wie das ZAZ, nicht das Zentrum Altertumswissenschaften Zürich, wo es eben nicht nur um die Griechen und Römer geht und ihre unmittelbaren Nachbarn, die Syrer und Leute in Palästina und Ägypten und dem Vorderen Orient, sondern man greift auch aus auf Südasien und Ostasien. Das geht also bereits deutlich hinaus über das Modell von Alte Geschichte Plus. Das ist sozusagen Alte Geschichte Doppelplus, wenn man so will. Aber auch das in gewisser Weise hat seine Grenzen, nicht? Hier möchte ich anführen das Poster für diesen Vortrag. Ich möchte mich bedanken, dass sehr schön gestaltet wurde. Es wurde gestaltet, weil ich gesagt habe, man möge doch vielleicht Motive zusammenstellen aus verschiedenen antiken Kulturen. Und ich habe absichtlich nicht formuliert, was ich damit meine, mit antiken Kulturen. Und was dabei herausgekommen ist, ist eigentlich eine Version der antiken Vorstellung von Eduard Meyer. Nicht? Wir haben Griechen, Römer, Ägypter, Mesopotamier und Perser, soweit ich sehen kann, auf diesem Plakat. Nicht? Aber entferntere Weltgegenden, die vielleicht auch antike Gesellschaften hervorgebracht haben, fallen immer noch aus diesem Rahmen heraus. Ich habe jetzt einen ähnlichen Vortrag gehalten vor einigen Monaten in Aarhus in Dänemark. Die haben mich auch gefragt, was sollen sie auf das Poster geben? Und ich habe gesagt, einen Kopf aus der Olmec-Zivilisation, nicht aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, aus Südmexiko. Eine nach allen Kriterien antike Kultur, zeitlich im gleichen Zeitraum, Stadtkultur, Hochkultur, Schreibsystem, das Glyphensystem der Olmecs ist das erste bekannte Schreibsystem in Amerika. Das ist genauso alte Geschichte. Nicht? Das ist aber etwas, das uns jetzt nicht unbedingt sofort in den Sinn kommt, wenn von alter Geschichte die Rede ist. All das ist nun nicht weiters überraschend. Es hat nämlich noch nie wirklich einen wirklich kontinentübergreifenden Ansatz gegeben, eine Vorstellung einer planetaren alten Geschichte. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist das nicht so wichtig. Es ist in gewisser Weise schon wichtig, wenn man bedenkt, dass etwa Mark Bloch in seinem berühmten Buch Der Beruf des Historikers festgestellt hat, dass weil die Bezeichnung wie immer die Vorstellung bestimmt, stellen falsche Bezeichnungen die Ware, den Gegenstand falsch vor. Spricht man also in universalisierender Weise von der alten Geschichte, erweckt es doch den Eindruck, man meint die alte Geschichte der Menschheit, nicht? Der Welt. Es geht daraus nicht wirklich hervor, dass es sich hier primär um Griechen und Römer oder Griechen und Römer und ihre unmittelbaren oder entfernteren Nachbarn handelt. Man kann es natürlich sagen, das war immer schon so. Es war nicht immer schon so, aber es war schon seit 200 oder 250 Jahren so. Das ist eine sehr lange Zeit. Das ist wahrscheinlich irgendwo
praktisch gesehen die beste Antwort, auch wenn sie intellektuell nicht sehr ergiebig ist. Oder man kann eben verweisen auf das Modell, das ich schon angesprochen habe, das ja auch im Schulbetrieb und Studienbetrieb sich niederschlägt, das in Amerika als Western Civilization bekannt geworden ist, die Vorstellung, dass man eben eine Genealogie konstruieren kann, die zurückgeht zu den antiken Griechen und Römern und dann herauf auf die modernen Europäer und die europäischen Siedlerkulturen in Nordamerika und anderen Teilen der Welt. Und dann kann man noch, um das zu vertiefen und abzurunden, Ägypter und Mesopotamier und Hebräer sozusagen unten oder vorne oder hinten, wo immer, anfügen, um das Ganze entsprechend zu verlängern und abzurunden. Und dann hat man eine kohärente alte Geschichte, die natürlich weite Teile der Welt und die alten Geschichten anderer Weltteile entsprechend systematisch ausschließt. Es könnte man natürlich sagen, all das musste sich ja so ergeben im Zuge der Ausweitung des Spezialistentums über die letzten 200 Jahre hinweg, wo ja gerade deutsche Forschungsuniversitäten federführend waren, die Vorstellung, dass Leute professionell zu sein hätten in allen Gebieten, einschließlich der Geschichte. Und natürlich hat dieses Spezialistentum all das hervorgebracht, was wir in den letzten 200 Jahren neu gelernt und verstanden haben bezüglich aller dieser antiken Kulturen. Es ist ein Spezialistentum, das es überall gibt, in allen Fächern, und das es notwendigerweise auch geben muss in einem modernen Universitäts- oder Wissenschaftsbetrieb. Das führt jetzt endlich, ich sage endlich, zur Frage in meinem Titel, kann oder man kann sagen, soll es eine globale, eine planetare alte Geschichte überhaupt geben? Nicht? Denn die Hindernisse sind ja offenbar nicht trivial. Wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, stellen sich sofort andere gewichtige Fragen, wie etwa, wo fängt die Geschichte überhaupt an? Nicht? Im Prinzip beginnt die Geschichte ja mit dem Big Bang, mit dem Beginn unseres Universums. Oder wenn man etwas bescheidener vorgehen will, vor 300.000 Jahren mit den ersten Zeugnissen von Homo sapiens, unserer eigenen Spezies. Das sind natürlich nicht die konventionellen Definitionen. Die konventionelle Definition ist seit langer Zeit die Entwicklung der Schriftlichkeit. In dem Augenblick, wo in einigen wenigen Teilen der Welt Schriftsysteme zum ersten Mal entstehen, beginnt chronologisch die Antike. Das ist nun eine Vorstellung, die vor 200 Jahren durchaus sinnvoll war. Es war damals fast unmöglich, irgendwelche vernünftigen Aussagen zu treffen über nicht schriftliche Kulturen. Das hat Sinn gemacht, wie man sich zum ersten Mal herumzuschlagen begann mit Begriffen wie Vorgeschichte, Urgeschichte, Frühgeschichte und dergleichen. Aber inzwischen und schon seit langem ist das eigentlich nicht mehr sehr überzeugend oder sinnvoll, denn inzwischen hat ja natürlich die Entwicklung der Archäologie gezeigt, dass man sehr wohl Aussagen treffen kann über nicht, ich will nicht sagen vorschriftlich und nicht schriftliche Kulturen und Gesellschaften in einem Ausmaß, dass diese konventionelle Demarkierung eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn ergibt. Aber natürlich ist die Fossilisierung der akademischen Disziplinierung, der Formung von verschiedenen Fachgebieten so stark verankert, dass es inzwischen gar keine Rolle mehr spielt. Wir können das anerkennen und gleichzeitig weitermachen wie bisher. Es ergibt sich aus diesem Paradox keine übermäßig starke Spannung. Man könnte sagen, die Spannung ist natürlich noch stärker, denn wenn man bedenkt, dass über 90% der Geschichte der Menschheit im engeren Sinn, der Spezies Homo sapiens, ja von Jägern und Sammlern betrieben wurde, das wäre im Prinzip die eigentliche alte Geschichte unserer Menschheit. Darüber ging, das war aber eigentlich nie das Anliegen oder das Thema. In der akademischen alten Geschichte ging es immer um etwas anderes, nämlich um Zivilisation. Daher die Konzentration nicht nur auf Schriftlichkeit, sondern auf Städte und Staaten und die sogenannten Hochkulturen und dabei auf das Kriterium entweder der Erstmaligkeit oder zumindest der Frühheit, und daraus konstituieren sich dann die relevanten antiken Kulturen. Das heißt, die alte Geschichte ist ganz klar definiert in Bezug auf uns, was uns wichtig ist,
weil wir in einer gewissen Weise leben. Nicht? Wir leben umgeben von Schriftlichkeit und Städten und Staaten und Hochkulturen und all diesen Dingen. Und deshalb definieren wir eine bestimmte Phase der Vergangenheit als die alte Geschichte, wo eben diese Dinge zum ersten Mal auftraten. Das ist nun im Prinzip, glaube ich persönlich, überhaupt kein Problem. Denn alles, was wir tun, ist ja letztendlich bezogen auf uns selbst. Wir haben keine anderen wirklichen Bezugspunkte. Nicht? Die Geschichte ist natürlich konstruiert von uns, von jeder Generation, rückschauend nach unseren eigenen Vorstellungen und Erfahrungen. Das ist ja im Grunde genommen völlig unausweichlich. Um aber diesem Prinzip gerecht zu werden, müsste man die alte Geschichte viel breiter aufstellen, sowohl zeitlich als auch räumlich. Warum ist das so? Es ist so, das werde ich in ein, zwei Minuten versuchen zu erklären, weil unsere Welt, unsere ganze Erfahrungslebenswelt in einer bestimmten Weise ausgestattet und arrangiert ist. Materiell, sozial, kognitiv. Diese Eigenschaften umhüllen uns ganz unentrinnbar, formen unseren Körper, unser Geist, unser Leben, unsere Erfahrungen, unsere Erwartungen. Wir sind völlig in diesen Gegebenheiten, in diesen Bedingungen gefangen. Und inzwischen ist das so auf der ganzen Welt, in ungleichem Ausmaß. Aber es gibt im Prinzip keine realen Alternativen zu der Lebensweise, der Ordnung der Welt, die sich herausgebildet hat im Laufe der Zeit. Nun sind diese Gegebenheiten, die unsere Welt formen, nicht primär ein Produkt der Moderne oder des Kapitalismus oder des Kolonialismus oder der Globalisierung oder welche modischen Faktoren und Prozesse wir gerne dafür verantwortlich machen. All diese Prozesse sind sehr wichtig, die haben dazu beigetragen, die haben frühere Entwicklungen erweitert und intensiviert. Aber letztendlich gehen alle diese Bedingungen zurück auf, was wir normalerweise die Antike nennen. Es gab sie aber nicht immer. Diese Bedingungen waren größtenteils absent, nicht vorhanden, bis zum Ende der letzten Eiszeit. Sie treten eigentlich erst im Holozän, in den letzten 12.000 Jahren, vor allem in den letzten 5.000 Jahren, entsprechend auf. Jetzt stimmt es natürlich, dass viele Dinge, die wirklich von zentraler Bedeutung für uns sind, viel älter sind. Nicht? Der aufrechte Gang, das Wachstum der Gehirne, der Gebrauch von Werkzeugen, der Verlust der Körperhaare, der Gebrauch von Feuer, Kochen. All diese Dinge gibt es schon lange vor Homo sapiens. Das geht oft zurück, 1, 2, 4 Millionen Jahren in einzelnen Fällen. Und selbst innerhalb unserer eigenen Spezies gibt es viele fundamentale Entwicklungen, die lange vor dem Holozän stattgefunden haben. Sprache, Kunst, Kleidung, Backen, Keramik, Schusswaffen, Musikinstrumente, Lampen, Begräbnisse, alle möglichen Dinge. All das sind Dinge, die uns in einer ganz fundamentalen Weise zu Menschen machten und alles Kommende ermöglichten. Aber dieses Kommende tritt eigentlich in konzentrierter Form erst mit dem Holozän auf den Plan, die Domestizierung von Nahrungsquellen, mindestens 11-mal unabhängig in verschiedenen Teilen der Welt. Alles, was das mit sich bringt, Brot, Milchprodukte, Öl, Alkohol, Webstühle, Rad, Wagen, Lasttiere, Reittiere, Bergbau, Metallverarbeitung, Legierungen, Gusseisen, Stahl, Verwendung von Kohle und Petroleum als Brennstoff. Und dann nach Tausenden von Jahren in Dörfern sehen wir natürlich die Schaffung der ersten Städte mit neuen Herausforderungen, neuen Möglichkeiten, die Entstehung des Ländlichen im Gegensatz zum Urbanen. Die gesamte physische Infrastruktur, die wir heute kennen, buchstäblich alles, was uns hier umgibt, in diesem Raum, auf der Straße, Sie können gehen bis ans Ende der Welt, die gesamte physische Infrastruktur wird eigentlich erst in dieser Epoche geschaffen. Permanente Gebäude, Türen, Fenster, Ziegel, Betonstiegen, Wohnungen, Stockwerke, Leitungen, Brunnen, Kanalisation, Bäder, Toiletten, Brücken, Dämme, gepflasterte Straße, Gehsteige, Märkte, Geschäfte, Wirtshäuser, Büros, Kasernen, Gefängnisse, Bibliotheken, Leuchttürme, Theater und Stadien und dazu noch Möbel, Glas, Spiegel, Nägel, Scheren, Uhren, Kerzen, Würfel, Brettspiele, Papier, Bücher, Wasserräder, Verpackungen und meteorologische Systeme und die Massenherstellung von Gütern und Automatisierung. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir sehen sogar Spielereien
sehen, wie Erntemaschinen, Dampfmaschinen und den berühmten Antikythera-Mechanismus, den ältesten analogen Computer der Welt. Und all das sind nur die sichtbaren Dinge, die eine physische Dimension haben. Dazu kommen die sozialen Folgen der Sesshaftigkeit, des Besitzes, sozusagen die Domestizierung des Menschen analog zur Domestizierung von Pflanzen und Tieren. Synergien, die es davor nicht gab, Hierarchien, Abhängigkeiten, Ungleichheiten, verschiedene politische Systeme, organisierte Kriegführung, Diplomatie, Steuern, Münzen, Kredit, Aktien, Banken, Fernhandel, formelle Arbeitsteilung, Jobs, Gewerbe, normierte Arbeitseinheiten, Lohnarbeit, Pacht, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Klassen, Elitekulturen und den vollentwickelten Patriarchat. Dann endlich die Schriftlichkeit mit allen ihren Folgen, Buchhaltung, Literatur, literarische Genres, die Formation von Kanons, von etablierten Bündelungen von klassischer Literatur, Schulen, Schulbücher, Abakus, Multiplikationstafeln, Algebra, Geometrie, Theoreme und Beweise. Es ist sehr schwierig, die Mathematik wirklich voranzutreiben ohne Schriftlichkeit. Und dann natürlich auch neue Religionen, die weltliche Hierarchien widerspiegeln, moralische Götter, transzendente Weltreligionen, die wir natürlich immer noch haben. In all dem sind zwei Punkte meines Erachtens entscheidend. Alle diese Dinge waren, soweit wir das wissen, völlig neu. Die gab es vorher nicht und dann wurden sie geschaffen. Sie wurden aber nicht geschaffen isoliert, sondern sie tendierten zur Bündelung, dass sich alle diese Dinge zusammenfügen zu größeren Paketen sozusagen, die dann die Lebensweise des Menschen insgesamt nicht nur beeinflussen, sondern letztlich determinieren. Es ist diese Phase der Innovation, der grundlegenden Innovation und der Bündelung dieser Innovationen, die nach meinem Dafürhalten die wirkliche, die tatsächliche alte Geschichte darstellt. Jene Phase der Geschichte, die unsere Welt buchstäblich geschaffen hat. Es gibt nun jede Menge möglicher Einwände. Es war nicht alles neu. Natürlich war nicht alles neu. Das wäre ja sehr überraschend, weil es nicht auch Älteres gegeben hätte, das sich erhalten hat. Aber die Bündelung dieser Innovationen war sehr wohl neu. Die Veränderungen sind nicht immer linear vor sich gegangen. Das ist auch richtig. Es gab jede Menge Umwege und so weiter. Langfristig sind sie aber sehr wohl nur in eine Richtung gegangen. Weltweit. Sie waren ursprünglich nicht ubiquitär, das stimmt, es gibt in weiten Teilen der Welt, in weiten Teilen Afrikas, in Australien etwa, vergleichbare Entwicklungen nicht oder nur sehr spät. Aber soweit wir das abschätzen können, waren bereits mindestens vor 2000 Jahren die Mehrheit aller Menschen auf der Welt signifikant betroffen und eingebunden in diese Bündelungen der Innovationen, die sich gebildet hatten in den vorangegangenen Jahrtausenden. Und wenn man nur lange genug wartet, sieht man, dass diese Innovationen und Bündelungen auch in anderen Teilen der Welt auftritt. Man denke an die Städtekulturen in Mali vor etwa 1000 Jahren, Cahokia, Mississippi vor etwas weniger als 1000 Jahren, Great Zimbabwe, das Amazonasgebiet, wo wir jetzt erst lernen, durch LIDAR, durch Luftarchäologie, wie ausgedehnt quasi urbane Städten dort waren bereits vor 2000 Jahren. Und was wichtig ist, dass diese ganzen Innovationen eigentlich von Anfang an so aufgestellt waren, dass es letztendlich nur eine Frage der Zeit war, wann sie auch den Rest der Welt übernehmen würden. Es hat seine Zeit gedauert, aber man hätte das eigentlich fast schon damals voraussagen können. Die Gründe dafür sind fast banal. Ähnliche Reaktionen zu ähnlichen Herausforderungen, Interaktionseffekte und natürlich die kompetitive Natur von Gesellschaften, die solche gebündelten Innovationen angenommen und entwickelt hatten. Das kann man jetzt nicht in Begriffen wie gut oder schlecht oder gut oder böse fassen. Es geht eigentlich nur um Wandel, um kulturelle Evolution, getrieben von diesen neuen Elementen und den Bündelungen, die sich in dieser globalen Gründerzeit ergeben haben.
Man kann auch nur bedingt von Fortschritt sprechen. Nicht? Fortschritt ist ein Begriff, der sehr befrachtet ist mit bestimmten Wertvorstellungen. Der sogenannte Fortschritt, der sich daraus ergeben hat, ging immer einher mit Verlusten. Verlusten von Freiheiten, von alternativen Lebensformen und hat im Endeffekt zu einer Einengung der uns verfügbaren Möglichkeiten geführt. Zum Festsitzen in einer bestimmten Lebensform, in einer bestimmten Ordnung der Welt. Und hier befinden wir uns gegenwärtig. Wir benutzen immer noch all diese Dinge, die ich aufgezählt habe vor einigen Minuten, nur viel mehr von diesen Dingen. Das macht uns irgendwie modern. Und wir sind letztlich immer noch in den gleichen sozialen Strukturen gefangen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt im Englischen einen Ausdruck, that's ancient history, dass etwas obsolet und irrelevant sei. Auf nichts trifft das weniger zu, als auf diese alte Geschichte. Diese alte Welt war nicht alt, sie war neu. Die Leute, die sie bevölkert haben, waren nicht antik, sie waren die Innovatoren und in jeder Hinsicht grundlegend für unsere eigene Welt. Sie haben eine Phase produziert, die uns noch in den Knochen steckt und die wir in keiner Weise überwunden haben. Und diese Phase war grundlegend in einer viel breiteren Form, als das oft konventionell präsentiert wird. Nicht nur im engen Sinn einer kulturellen Genealogie, jetzt von Griechen und Römern zu Europäern und dem Westen, oder von Konfuzius zum modernen China, oder von den antiken Hindus zum modernen Indien, wie das die gegenwärtige Regierung von Indien sehr gerne und aggressiv dargestellt. All diese Dinge gibt es natürlich. Es ist aber diese alte Geschichte eigentlich ein globaler Prozess und muss daher auch als solcher definiert, verstanden und behandelt werden. Woraus sich sofort die schwierige Frage ergibt, wie macht man das? Das ist ja bekanntlich leichter gesagt als getan. Meine Antwort wäre, der zeitliche Horizont dieser alten Geschichte muss sowohl breiter als auch vor allem flexibler gehandhabt werden, gesetzt werden, als das üblicherweise der Fall ist. In diesem Fall kann uns die Standardchronologie Vorgeschichte, Antike, Mittelalter, Moderne nicht sehr weit bringen. Das wäre ein eigener Vortrag, den ich mir auch gerne ersparen würde bei dieser Gelegenheit. Wir brauchen sozusagen neue Begriffe und Demarkationen, um dem gerecht zu werden. Zur zeitlichen Breite wäre sicherlich anzumerken, dass jetzt schon seit geraumer Zeit, seit fast Generationen inzwischen, es eine Tendenz gibt, die sogenannte Antike, das Altertum, zu erweitern, dadurch, dass man es in unsere Richtung vorschiebt. Nicht? Wenn man es jetzt 100 Jahre zurückging in der Wissenschaft, gab es oft die Vorstellung, die Antike käme bereits so im frühen 4. Jahrhundert nach Christus mit Konstantin zu einem Ende, weil die bösen Christen kommen und die übernehmen alles und die Antike ist dann irgendwie weg vom Fenster. Dann gibt es das berühmte Datum 476 nach, das überhaupt keine historische Bedeutung hat, sich aber in vielen Schulbüchern und so weiter findet. Inzwischen hat sich eben eine Tendenz manifestiert, dass die Grenze immer weiter hinausgeschoben wird in unsere Richtung. Dass die Antike jetzt eine lange Spätantike wird, oder dass eine lange Spätantike angehängt wird, die geht dann bis etwa 600 nach Christus, oder in einigen Fällen schon bis 800 nach Christus oder in besonders ambitionierten Fällen vielleicht sogar bis 1000 nach Christus. Also die verschlingt schon das ganze erste Jahrtausend nach Christus auf Kosten des Frühmittelalters in dem Fall. Das ist nun nicht überraschend. Es ist deshalb nicht überraschend, weil sich ja Historiker, Althistoriker immer schon identifiziert haben mit dem Begriff der Zivilisation und der Hochkulturen, es immer schon leichter gefunden haben, ihre Kenntnisse, wie man einer bestimmten Art von Quellmaterial umgeht, mit einer bestimmten Art von Gesellschaften umgeht, die kann man ja anwenden auf ähnliche Fälle. Es liegt also nahe, das Terrain der alten Geschichte auszudehnen in einen vertrauten Bereich hinein. Und der einzig verfügbare vertraute Bereich ist zwischen der Antike und der Gegenwart. Je mehr man davon absorbiert, umso wichtiger wird die alte Geschichte. Deshalb dieser Trend zur Long Late Antiquity, der langen Spätantike. Das Problem dabei ist, dass dieser Trend kein Gegenstück hat
in die andere Richtung. Es gibt keine vergleichbaren Bestrebungen, die Antike von uns weg auszudehnen, in die tiefere Vergangenheit hinein, jenseits des Erscheinens von Schriftlichkeit und sogenannten Zivilisationen. Das ist natürlich ein Problem, denn die Schriftlichkeit, die immer als dieses Standardkriterium gedient hat, die ist näher betrachtet nicht universal anwendbar. Es gab durchaus Stadt- und auch Staatskulturen ohne Schrift. Manchmal teilweise, wenn man denkt an Peru und die Knotenstränge, die Quipo, die verwendet wurden, um Informationen zu speichern und zu übermitteln. Wir wissen, dass bei den Olmec in Zentral- und Mittelamerika die Städte viele Jahrhunderte vor den ersten bezeugten Schriftzeichen aufzeigen, also auftreten. Und es gibt natürlich auch andere Kulturen, die vom Morphologischen her als antik definiert werden müssten, wie eben in Mali oder Mississippi, die überhaupt keine Schrift haben, aber ansonsten alle Merkmale von antiken Kulturen tragen. Das ist ein Problem für die Standarddefinition. Ein anderes Problem ist, dass natürlich auch in der konventionell alten Geschichte Dorfgemeinschaften das Leben von 90% aller Leute ausgemacht haben. Diese Dorfgemeinschaften gab es aber schon seit Jahrtausenden. Die entstehen eben mit der Landwirtschaft am Beginn oder im frühen Holozän und die ändern sich nicht wirklich so dramatisch bis eben erst in eigentlich jüngster Vergangenheit. Und alles andere, was wir als die konventionelle alte Geschichte wahrnehmen, wäre eigentlich nur dem Ganzen übergestülpt, wenn man das so ausdrücken wird. Es ist auch nicht wirklich möglich, diese vorstädtische, vorschriftliche, vorstaatliche Phase von diesen agrarischen Gemeinschaften, diesen Dorfgemeinschaften in irgendeiner Weise zu trennen von der späteren Phase der Schriftlichkeit, der Städte, der Staatlichkeit und so weiter. Es gibt also einen großen Bedarf, noch größer als den nach einer langen Spätantike, gibt es einen Bedarf nach einer langen Frühantike, durch die dann natürlich auch die Schriftzeugnisse etwas dezentriert würden und der Archäologie insgesamt größere Bedeutung zukommen würde. Was die zeitliche Flexibilität anbelangt, natürlich festzuhalten, dass diese Prozesse, diese Entwicklungsprozesse asynchron waren. Die fanden nicht zur selben Zeit in verschiedenen Teilen der Welt statt. Es scheint aber absurd, einzelne Fälle nur deshalb auszuschließen aus der alten Geschichte, nur weil sie eine europäische oder westasiatische Termingrenze verpasst haben irgendwie, sodass sie also aus der Antike herausfallen. Das antike oder klassische Japan ist ein Beispiel oder die spätklassischen Maya, die waren irgendwie zu spät, um noch zur Geschichte zu gehören, zur alten Geschichte zu gehören, wenn man diese nach den Maßgaben der absoluten Chronologie bestimmt. Aber sonst gibt es eigentlich keine Gründe dafür, sie auszuschließen. Was es in Wirklichkeit gab, war eine ganze Reihe von alten Geschichten in verschiedenen Teilen der Welt. Aber nicht eine einzige alte Geschichte, nicht ein einziges Altertum, das sich festlegen lassen würde mit Hilfe einer absoluten Chronologie. Wenn man jetzt zu Wikipedia geht, Wikipedia ist ja die Lieblingsquelle nicht aller Akademiker, aller Studenten, aller Akademiker, heißt das zumindest in der englischen Fassung, Ancient History beginnt um 3000 vor mit den ersten Schriftzeugnissen und geht bis 500 nach. Das ist so. Nicht? Das trifft aber eben nur, wenn überhaupt, auf einige wenige Teile der Welt zu. An sich gibt es eine sehr einfache Lösung für dieses Problem, nämlich Entwicklung als zentrales Kriterium zu etablieren, anstatt fixierten Zeitabschnitten von einem Jahr zu einem anderen Jahr. Das Problem mit diesem Ansatz liegt natürlich in dem eher giftigen Erbe des Sozialevolutionismus und der Stufenlehre, die verbunden ist mit der frühen Anthropologie im späten 19. Jahrhundert, wo natürlich europäische und amerikanische Gelehrte diese Modelle aufgestellt haben. Es gäbe eine Reihe von Entwicklungsstufen, die alle menschlichen Gesellschaften beschreiben könnten.
die auch hierarchisch natürlich angeordnet waren, von Lower Savagery bis zur Zivilisation, wo das Ziel immer war, so wie die Europäer zu werden der damaligen Zeit. Die Vorstellung, dass Gesellschaften, um sich entsprechend zu entwickeln, alle diese Entwicklungsstufen durchlaufen mussten, in einer fast naturgesetzlichen Weise. Das war natürlich, das war damals sehr attraktiv, ist inzwischen auch zu Recht in der Form natürlich zurückgewiesen worden, in einem Ausmaß, dass inzwischen die Vorstellung an sich, die Geschichte nach Entwicklungsstufen zu strukturieren, eigentlich ein rotes Tuch geworden ist in weiten Teilen der Geisteswissenschaften. Das ist sehr schade, denn die Probleme, die mit diesem Konzept verbunden sind, kommen in sehr verschiedenen Formen. Es gibt taxonomische Probleme, dass man zu viele spezifische Kategorien erfunden hat. Es gibt das zeitliche Problem, dass diese Entwicklungen natürlich nicht linear ablaufen, von A zu B zu C. Es gibt alle möglichen Umwege und Seitenwege. Das Problem, dass diese Entwicklungen natürlich nicht überall verfolgbar sind. Im Prinzip sind das alle keine wirklich fatalen Probleme, solange man sich diese Probleme immer im Bewusstsein hält. Das größte Problem mit dem Phasenansatz ist sicherlich ideologisch oder politisch. Das Problem ist, dass ein Phasenansatz sozusagen dazu einlädt, Werturteile anzuhängen. Die Vorstellung, dass eben eine bestimmte Entwicklungsstufe besser ist oder überlegen gegenüber anderen. Das ist leicht zu verstehen, warum es diese Vorstellungen gab und wahrscheinlich in gewisser Form immer noch gibt. Es ist ein Problem, das eine systematische Dekontaminierung erfordert, dieses Diskurses. Es gibt aber im Prinzip keinen Grund, warum wir Stufen oder Phasen valorisieren müssen, warum wir sie mit bestimmten Werturteilen versehen müssen, auch wenn die Versuchung oft groß zu sein scheint. Wenn wir dieses Problem überwinden können, dann könnten wir tatsächlich zu einer alten Geschichte gelangen, die sich zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Teilen der Welt manifestiert hat, die sich häufig, aber nicht überall manifestiert hat und die insgesamt langfristig der Lebensweise der gesamten Menschheit revolutioniert hat und durch ihre Persistenz die Grundlagen und Realitäten der Gegenwart geschaffen hat. Das wäre jetzt zumindest einmal eine alte Geschichte, die sich nicht zu verstecken braucht. Nicht? Wenn jemand sagt, das interessiert mich alles nicht, dann ist der Betreffende ohnehin schon verloren. Nicht? Wenn eine Geschichte auch nur annähernd interessiert, müsste man sich ja dafür interessieren, wie unsere Welt geworden ist, wo sie ursprünglich herkommt und auch wo die Probleme unserer Welt ihren Ursprung haben. Nicht primär aufgrund irgendwelcher nationalen Traditionen, sondern weil diese alte Geschichte die ganze Welt geschaffen hat, zu der es, wie ich gesagt habe, im Augenblick keine erkennbare Alternative gibt. Das heißt, vom Marketing her, könnte man sagen, von Public Relations her, wäre das eine recht attraktive alte Geschichte, gerade auch im akademischen Lehrbetrieb. Wie sieht es aber mit der Praxis aus? Nicht? Wie soll das praktisch geschehen? Ich habe jetzt in meinem Buch ein ganzes Kapitel zu verschiedenen Globalisierungsansätzen, auf die ich jetzt wirklich nicht eingehen will, weil die Zeit dazu fehlt. Es muss natürlich möglich sein, für alle Spezialisten, alle Experten, alle Gelehrten, das zu tun, was sie tun wollen. Es wäre nur schön, wenn diese Spezialaktivitäten mehr explizit kontextualisiert werden, eingebettet wären in einen größeren, idealerweise globalen Kontext, nicht? Dass sie erfüllt werden von einem Bewusstsein, dass es eben diese ganzen vergleichbaren Fälle gibt und dass, was immer man auch im Detail untersucht, letztendlich ein Bestandteil ist dieser größeren, im Grunde planetaren Entwicklungsprozesse, die ich vorher angeführt habe. Es gibt jetzt konkreter gesagt natürlich Forschungsansätze, die dem auch zuträglich sind. Es hat sich gerade in den letzten Jahren das Interesse verstärkt an Ansätzen in der alten Geschichte, die sich auf Verbindungen, auf Connectivities konzentrieren. Man denke nur an den Handel im Indischen Ozean. Es vergeht jetzt kaum ein Jahr,
wo nicht ein oder zwei neue Bücher erscheinen über den indischen Ozeanhandel in der hellenistischen und römischen Zeit. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele solche Ansätze, auch natürlich stärker archäologisch getragen. Es sind Ansätze, die traditionelle Grenzen zwischen regional definierten alten Geschichten aufweichen und überwinden, die aber auch Risiken mit sich tragen. Das Risiko dabei ist, dass nur solche Gesellschaften, die tatsächlich miteinander kommuniziert haben, die miteinander verbunden waren, in irgendeiner Weise einbezogen werden können, wenn man Connectivity als ein Grundkriterium definiert. Das heißt, es würden dann, und hier gefällt mir diese Weltkarte besonders gut, es zeigt, es gibt nur eine Welt, aber sie ist nicht völlig einheitlich geformt. Nicht? Es gab immer eine gewisse Schwierigkeit, den Atlantik oder den Pazifik zu überqueren, und das stimmt natürlich auch im Falle dieser Neuaufstellung der alten Geschichte. Es wäre, wenn man die Verbindung als Grundkriterium heranzieht, würde Amerika und weite Teile Afrikas natürlich ausgeschlossen werden aus diesen Ansätzen. Es gibt natürlich auch komparative, vergleichsorientierte Ansätze, die sich über solche Barrieren zeitlich, räumlich hinwegsetzen können, weil sie eben nicht an bestimmte Räume und Zeiten gebunden sind. Es bieten komparative Ansätze viele Anregungen durch das Unvertrautmachen des Vertrauten, durch das Einbringen neuer Gesichtspunkte, Ideen, Fragestellungen, das Durchdenken von Kausalitäten, der relativen Rolle bestimmter Faktoren. All diese Dinge gibt es natürlich schon. Sie könnten wesentlich intensiver verfolgt werden. Das ist ein Teil dieses Projekts. Ich möchte mich wiederum aus Zeitgründen abschließend auf die vielleicht wichtigste oder elementarste praktische Frage beschränken. Da wir ja alle Spezialisten sind in irgendeiner Weise und auch Spezialisten sein müssen, um den Standards der Wissenschaft gerecht zu werden, wie wäre all dies zu organisieren? Und hier ist natürlich der akademische Individualismus in gewisser Weise ein Problem, eigentlich überall, vor allem, muss ich sagen, in den Vereinigten Staaten, aber auch in einem großen Ausmaß in Europa. Es ist ja die gesamte akademische, wie heißt das auf Deutsch, Incentive Structure, also das System von Anreizen und was immer das Gegenteil von Anreizen ist, von Abschreckungen, so organisiert, dass ja letztendlich die Leistung des einzelnen Spezialisten besonders valorisiert ist, besonders belohnt wird langfristig. Das ist systemimmanent. Es ist es eben, wie ich gesagt habe, in Teilen Europas etwas weniger schlimm als in den USA, weil es ja hier in den Geisteswissenschaften mehr kollaborative Projekte gibt. Man denkt an die Exzellenzcluster und diese ganzen Dinge, die sich vor allem in Deutschland herausgebildet haben. Aber im Endeffekt ändert das System ja nicht wirklich grundlegend, denn sowohl die Ausbildung ist immer noch individualisiert. Nicht? Es geht um die Einzelleistung des Studenten, und das Endziel, die akademische Position, ist ebenfalls individualisiert. Nicht? Das ist für eine Person. Und diese ganzen kollaborativen Projekte sind größtenteils, nicht ausschließlich, aber größtenteils so eine Art Mittelphase, um die Zeit von der Studentenzeit zur Karriere zu überbrücken, weil es eben nicht genügend Einzeljobs gibt von Anfang an. Und dass, sobald die Möglichkeit besteht, als Einzelner zu agieren, diese Möglichkeit auch sehr stark wiederum dann wahrgenommen wird. Und dass eben das ganze System so aufgestellt ist, dass eben diese Einzelkarrieren belohnt werden und andere Dinge eigentlich sehr schwierig zu verwirklichen werden im gegebenen System. Die Herausforderung liegt also darin, wenn sich die alte Geschichte ändern soll, diese in Lehre und Forschung kollaborativer zu gestalten. Das ist nun nicht etwas, das es nicht gibt. Es gibt natürlich ganze forschungsakademische Bereiche, wo das gang und gäbe ist, ob das jetzt die Naturwissenschaften sind oder Teile der Sozialwissenschaften, ist das ja die Norm. Es sind die Geisteswissenschaften, die hier aus dem Modernitätsprozess in gewisser Weise herausfallen. Aber selbst in den Geisteswissenschaften gibt es ja zumindest ein Fach, dass das schon länger praktizieren muss, nämlich die Archäologie. Man kann Archäologie
Feldarchäologie nicht als Einzelner betreiben. Man kann sich nicht eine Schaufel nehmen und eine eigene Ausgrabung durchführen. Hier ist natürlich Teamarbeit zwingend notwendig, die Kollaboration von verschiedenen Spezialisten und Experten. Die Historiker hinken hier doch um einiges nach. Die Forderung ist also nach einer Modernisierung in vielerlei Hinsicht. In Bezug auf den Inhalt, weg von national definierten oder konventionellen Pfaden, die die Althistoriker verschiedener alter Geschichten in ihren eigenen Spezialbereichen isoliert. In Bezug auf den zeitlichen Rahmen, der auf jeden Fall breiter und flexibler angelegt werden muss. In Bezug auf den Raum, wo idealerweise das Globale den primären Bezugsrahmen bilden sollte und eben auch in Bezug auf die Arbeitspraxis, die in diesem Fall, wenn all diese Dinge zu verwirklichen wären, zwangsläufig mehr teamorientiert, kollaborativer ausfallen müsste. Das führt mich jetzt zu meiner allerletzten Frage. Sind solche Veränderungen realistisch und vor allem sind sie wünschenswert? Mir erscheinen sie sehr wünschenswert. Das Realistische ist eine andere Frage, weil eben die Hindernisse beträchtliche sind. Aber es ist natürlich nur meine eigene Vorstellung, nicht? Und insofern wäre ich sehr interessiert an Feedback, nicht? Ihrer Meinung dazu, ob diese Dinge überhaupt in Angriff genommen werden sollten, jetzt unabhängig davon, ob sie realistisch erscheinen. Und das ist dann wohl auch der Punkt, wo es wahrscheinlich eine gute Idee ist, meinen Vortrag zu beenden und Sie dazu einzuladen, dieses Feedback, vor allem kritisches Feedback, zu liefern. Und was mir bleibt, ist Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für diese wirklich stimulierenden Überlegungen, die natürlich für jeden Althistoriker, der eben auf einer Homepage fungiert, die eben so aussieht, wie Sie gezeigt haben, natürlich eine Provokation darstellt, bis zu einem gewissen Grad eben in einem sehr, sehr positiven Sinne. Und das gilt natürlich für die meisten von uns, die eben in einem spezifischen Fach arbeiten und sich mal entschieden haben, ich will jetzt genau das und das machen, die Griechen studieren, ich will mich mit den Römern oder mit dem alten China befassen. Ich bin sicher, es gibt Fragen hier im Publikum, Widerspruch, Zuspruch, und ich darf den Professor für das erste Millennium in Asien und Europa gleich einladen. Das erste Millennium, ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Herr Scheidel, den ich sehr genossen habe. Ich würde es trotzdem vielleicht weniger skeptisch sehen als Sie und sagen, eigentlich haben wir doch schon sehr viele globale Altertums- oder antike Narrative. Also wenn ich mir schaue, was so in den letzten Jahren erschienen ist, beispielsweise mit Eivind Selands Buch, dass die Global History in Antiquity, glaube ich, in Asia, Europe and Africa behandelt. Dann die beiden Bände, die Sie herausgegeben haben mit dem Kollegen Bang in der Oxford Tree, die das auch behandelt. Jetzt dann Ihr Buch, das auch nochmal erscheinen wird. Also ich glaube, wir haben, und man könnte noch andere nennen, ich glaube, wir haben schon sehr viele solche Ansätze. Die Frage ist natürlich, ob dann doch bei diesen Ansätzen etwas fehlt, das Sie auch genannt haben, also ob wir noch stärker komparativistisch arbeiten müssten. Also das noch stärker miteinander vergleichen. Denn ich glaube, wenn man jetzt irgendwie suchen würde, welche Entwicklung gab es in China zu der Zeit, würde man sofort fündig werden. Welche Entwicklung gibt es in Mesoamerika zu dieser Zeit? Das ist in der Forschung eigentlich alles schon gut behandelt. Aber die Frage ist, wie können wir eine gute Vergleichsgeschichte eigentlich herstellen? Und da wäre meine Frage an Sie, müsste man vielleicht sich vom Medium des Buches entfernen
und einen digitalen Ansatz versuchen, dass man sagt, man gibt irgendwie den Usern, muss man ja dann sagen, die Möglichkeit, verschiedene Kulturen, Zivilisationen oder sonstige Entitäten nebeneinander zu stellen und das miteinander sofort zu vergleichen. Ich weiß, es ist schwierig, aber mir schwebt irgendwie sowas vor, dass man versucht, das irgendwie neu zusammenzustellen. Wir haben das mal bei den Fragmenten der griechischen Historiker jetzt diskutiert, weil wir gesagt haben, wir können ewig bei der Kategorie von Jacobi hängen bleiben oder wir geben sie mal vollkommen auf und lassen einfach die Benutzer der Datenbanken selbst entscheiden, wie sie das anordnen würden oder was sie miteinander vergleichen würden. Das wäre meine Frage und vielleicht noch eine Anmerkung. Vielleicht sind wir in den Altertumswissenschaften zu skrupulös, was Sprachen angeht. Also wir schrecken dann immer schnell zurück und sagen, ich kann nicht genügend noch Hebräisch und noch zu wenig Aramäisch und Syrisch und so weiter. Wenn man in die Neuzeit schaut, gibt es Spezialisten für die englische Geschichte, die können aber eine Globalgeschichte schreiben und ganz selbstverständlich Japan mit einbeziehen, China, obwohl sie wahrscheinlich die Sprachen überhaupt nicht können. Vielleicht sind wir da einfach zu skrupulös und müssten da auch uns selber zugestehen, dass wir Globalgeschichte schreiben können, ohne tatsächlich alle Sprachen zu können. Sie sind jetzt offiziell mein neuer bester Freund. Das muss ich sagen. So schnell geht's. So schnell geht das. Es dauert nur 3 Minuten. Ich bin froh, dass Sie das gesagt haben, weil wenn ich das gesagt hätte, wäre es dann vielleicht wieder kritisiert worden. Ich könnte natürlich nicht mehr beistimmen. Natürlich, das ist keine Frage, dass das Buch uns hier, das gedruckte Buch, überhaupt das Buchformat uns gefangen hält, dass Sie natürlich offenere Formen der Präsentation und auch der Interaktion eigentlich fast zwingend nötig sind, um diese ganzen Erweiterungen überhaupt durchführen zu können. Das stößt dann wieder, aber zieht uns in einen Konflikt mit eben diesen Incentive Structures, die ich schon erwähnt habe. Akademische Karriere erfordert Buch, Fachartikel und so weiter. Das wissen wir eh alles nicht. Also hier könnten eigentlich diese Veränderungen gar nicht im Detail erfolgen. Es müsste Teil sein einer größeren Transformation des Wissenschaftsbetriebes. Das wäre auch sehr schön, aber natürlich noch schwieriger durchzuführen. Das soll uns natürlich nicht davon abhalten, gerade vielleicht auch etabliertere Leute davon abhalten, damit zu experimentieren. Das ist auf jeden Fall den Versuch wert, aber das wäre sicher ein ganz wichtiger Bestandteil. Und in Bezug auf die Sprachen, ich habe das absichtlich nicht angesprochen, um mich nicht noch unbeliebter zu machen, aber auch hier stimme ich Ihnen 100% zu. Es ist ja gerade, gerade wenn man im anglosächsischen Bereich tätig ist, in der Classics-Tradition, ist ja die Beschäftigung auch mit der engen alten Geschichte, mit der griechisch-römischen alten Geschichte, ja sehr dominiert von der Vorstellung der Meisterung der antiken Sprachen. Aber nur 2 antike Sprachen, nicht andere antike Sprachen, nur diesen 2. Und das lebt bis heute nach in Jobbeschreibungen, in allen möglichen Dingen und formt natürlich dadurch auch, was viele Leute machen. Und sie würden es vielleicht sonst ein wenig anders machen. Es muss natürlich, muss ich gleich zur Selbstverteidigung sagen, immer Leute geben, die Sprachen wirklich gut kennen und so weiter, die Spezialisten sind und Experten, das weitergeben an die nächste Generation und so weiter und so fort. Das schließt aber nicht aus, dass wir das tiefe Lesen, wo wir uns wirklich hinein versenken können in die Feinheiten einer bestimmten Sprache, ergänzen sollten, um ein breites, ein seichtes Lesen, das dann natürlich auch kulturübergreifend sein kann. Das geht es nicht nur eigentlich um antike Dokumente, das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Man muss sich ja fragen, wofür sind Übersetzungen gut, wenn wir sie nicht benutzen dürfen? Das ist ja eigentlich absurd, nicht? Sie haben ja einen Zweck und der Zweck ist, dass Leute sie benutzen, sich damit auseinandersetzen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Nichts ist jemals perfekt. Auch Wilamowitz' Kenntnis des Altgriechischen war wahrscheinlich nicht perfekt. Schrecklich, das zu sagen, aber es war sicher der Fall. Nicht alles, was perfekt ist, ist ja relativ zu dem, was wir überhaupt tun können in Bezug auf einzelne antiken Sprachen, die mehr oder weniger gut bekannt und verständlich sind. Und das bezieht sich eben auch nicht nur auf antike Dokumente, sondern auch auf Spezialliteraturen. Man kann sich auch einlesen, oberflächlich, nicht fachmännisch, fachweiblich, in die Kulturen, in die Fachliteraturen bezüglich anderer antiker Kulturen oder auch nicht antiker Kulturen. Das soll einem nicht davon abschrecken, dass das nicht so perfekt sein wird, dass das nicht auf dem Niveau einer Dissertation in diesem Spezialgebiet sein wird, nicht? Weil der Trade-off ist natürlich zwischen
des Aufgebens der Vorstellung und auch der Illusion der Meisterschaft auf der einen Seite, das getauscht wird, eingetauscht wird mit einem breiteren Verständnis, mit Zugang zu neuen Fragestellungen, zu Parallelen und Unterschieden, all diese Dinge, die auch die eigene Spezialforschung befruchten kann. Und insofern, um die einführenden Worte zurückzugehen, es wird natürlich immer wieder Leute geben, die sagen, ich will die Griechen und die Römer oder was immer studieren. Und das muss und das soll auch so sein. Die Frage ist nur, wie soll das angelegt werden? Nicht in welchem Format, in welchem Kontext soll das organisiert werden? Und da bin ich der Meinung, dass die gegenwärtige dominante, nicht ausschließlich mehr existierende, aber dominante Version eben vielleicht nicht die erfolgversprechendste ist. Der Hund gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich habe eine fachfremde Frage. Ich komme aus der Sprachwissenschaft, da arbeiten wir schon länger mit großen Datenmengen. Da arbeiten wir auch gern sprachübergreifend, vergleichend und damit hängt das dann auch zusammen. Also die Frage, die ich habe, komparatistisch arbeiten können wir dann, wenn wir ein vernünftiges Tertium Comparationis haben? Wie sieht das aus in der Geschichtswissenschaft? Wie sähe das für die alte Geschichte aus? Und inwiefern braucht es dann auch neue Arten, Theorie zu denken und dran zu gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben auch das Glück, eine Sprachwissenschaftlerin zu sein. Es gibt ja seit dem 19. Jahrhundert einige wenige Fächer, die eben nicht so angelegt worden sind, nicht wie die griechisch-römische Altertumsforschung, sondern von vornherein komparativ und global aufgestellt worden sind. Das war eben die Sprachwissenschaft, bis zu einem gewissen Grad vergleichende Religionswissenschaft und die Anthropologie, nicht, die einen globalen, planetaren Anspruch gestellt hat von Anfang an. Das war die Ausnahme, zeigt, was möglich war, selbst im viel verfemten 19. Jahrhundert. Diese Dinge waren tatsächlich machbar. Das ist auch ein Modell. Was jetzt die komparatistische Geschichte anbelangt, ist es, glaube ich, wie ist das auf Deutsch? Telling. Es ist irgendwie, es trifft den Punkt, dass es meines Wissens zumindest keine einzige Einführung in die vergleichende Geschichtsforschung gibt. Zumindest nicht im Englischen. Vielleicht in anderen Sprachen ist mir noch nie eine konkret untergekommen. Nicht? Es gibt jetzt viele Einführungen in die Global- oder Weltgeschichte. Nicht? Alle paar Jahre, jedes Jahr wahrscheinlich, kommt eine neue heraus. Aber ein Handbuch konkret es gibt Bücher, die sich dem annähern, nicht? Aber eben als Methoden-Manual sozusagen, gibt es das meines Wissens nicht. Oder wenn es es gibt, dann ist es offenbar nicht so bekannt, dass es mir bekannt ist. Das heißt, das trifft bereits den Kern des Problems, dass man selbstverständlich sich neu orientieren muss als konventionell ausgebildeter Historiker in Bezug auf welche Ansätze sind verfügbar, welche Ansätze aus den Sozialwissenschaften, wo komparatistische Ansätze ja sehr viel weiter verbreitet sind, können hier angewandt oder adaptiert werden, wie weit müssen vergleichende Ansätze unterstützt werden von expliziter Anwendung von bestimmten theoretischen Konzepten und Modellen. Alles dies sind fundamentale Fragestellungen. Es gibt natürlich verschiedene Arten der vergleichenden Geschichte. Es gibt ganz banal eine vergleichende Perspektive, wo man sich eigentlich vielleicht nicht so viele Sorgen machen muss und sich nur einmal umschaut und herumliest. Und selbst das ist schon an sich von Wert. Und wenn man sich dann in das vertiefen will, komparative Methoden anwenden will, gibt es eben auch wiederum verschiedene Möglichkeiten. Nicht? Das ist für Historiker oft attraktiver, sich zwei mehr oder weniger ähnliche Gesellschaften vorzunehmen und diese intensiver zu vergleichen. Der Vorteil liegt dabei darin, dass die Einzelfakten und Faktoren mehr kontextualisiert sind in dem ursprünglichen Zusammenhang und nicht herausgelöst werden, wie wenn man jetzt 500 Gesellschaften nach irgendeiner Variable hin untersucht. Das ist etwas, was Sozialwissenschaftler gerne tun, was geisteswissenschaftlich angelegten Historikern oft eher unheimlich ist. Und das ist auch kein Problem. Es sagt niemand, dass wir es so machen müssen wie irgendein Economist am MIT. Das ist nicht erforderlich, nicht? Aber wenn man das machen will, kann man das auch versuchen. Das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite von verschiedenen Möglichkeiten und es wäre, glaube ich, von essentieller Bedeutung, dass eine Vorstellung vermittelt wird von dieser Bandbreite bereits in der Ausbildung von künftigen Historikern. Und dann wird man sehen,
nicht, wie weit das angenommen wird. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Zunächst einmal völlige Unterstützung bezüglich dieser relationalen und parametrisierten Definition von alter Geschichte als einem Raum der Originalität und der Innovation und der Verdichtung. Ich glaube, dass das ganz im Gegenteil politisch viele Vorteile bietet, eben weil es das beliebige Werturteil zugunsten von Griechen und Römern ersetzt durch etwas, was zumindest intersubjektiv diskutierbar ist. Ich glaube, das muss nicht nur ein Nachteil sein. Ich hätte eine Frage nochmal bezüglich dem Aspekt der Schriftlichkeit. Scheitert nicht diese Verschiebung der alten Geschichte nach vorne in gewisser Weise daran, dass die Dinge davor zwar alt sind, aber nur bedingt einem Geschichte oder sozusagen unter die Kategorie der Geschichte fallen, weil sie ja dann doch in einem Rahmen sind, der natürlich, der prozesshaft, der zyklisch ist? Und ist nicht sozusagen eine disziplinäre Eigenart der Geschichte, dass sie auf das Ereignis und nicht auf den Prozess, auf das Lineare und nicht das Zyklische abstellt? Also sozusagen eine Eigenart, eine Unwiederbringlichkeit, eine Individualität dann doch demarkiert, die dem Naturwissenschaftlichen abgeht? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde nicht das Vorschriftliche als notwendigerweise als zyklisch definieren wollen. Man kann ja auch hier lineare Prozesse verfolgen, die im Vorschriftlichen beginnen und sich dann sozusagen organisch verbunden sind, wie sie es ja letztlich sein müssen, mit dem Schriftlichen oder mit dem Schriftlichen. Aber hier, wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, ist, glaube ich, gerade, also das gilt jetzt nicht für rezentere Historiker, aber doch gerade unter den sogenannten Althistorikern, müsste sich schon irgendwie das Bewusstsein entwickelt haben, dass die Archäologie für sich selbst gestellt sehr viel tun kann, nicht? Und sehr viel auch im Detail verfolgen kann und bestimmte Narrative konstruieren kann, die natürlich anders zu formen und abzusichern sind als Narrative, die sich aus schriftlichen Quellen ergeben. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt aber nicht, dass es für die Archäologie unmöglich wäre, jetzt einmalige Ereignisse und diese ganzen Dinge zu identifizieren. Es wäre wahrscheinlich schwieriger, die jetzt entsprechend zu elaborieren und so weiter. Das verstehe ich schon. Aber man sollte, glaube ich, und zumindest in der Ambition, diesen Unterschied nach Möglichkeit nicht überbewerten. Nicht? Das wäre also mein Anliegen. Und das sollte theoretisch gerade gelernten Althistorikern eigentlich leichter fallen, weil sie eigentlich geringere Berührungsängste haben sollten in Bezug auf Archäologie. Nicht? Und es gibt ja jede Menge Archäologie in schriftlosen Kulturen. Nicht? Wenn man in Amerika in ein Anthropology Department geht, die engagieren überhaupt keine klassischen Archäologen, die wollen die gar nicht. Die wollen nur Archäologen, idealerweise, die sich mit schriftlosen Kulturen, ich übertreibe jetzt etwas, aber die sich hauptsächlich mit schriftlosen Kulturen befassen. Und das trägt eben dann wiederum natürlich zur Separierung des Ganzen bei. Nicht? Und es ist verständlich, warum es so ist, aus den verschiedenen Arbeitspraktiken und Ansätzen heraus. Aber es ist gleichzeitig auch ein Problem. Also wenn hier die Ausweitung der alten Geschichte nach vorne oder hinten, ich weiß nicht, in welche Richtung, in die weitere Vergangenheit hinein, auch einen Nebeneffekt haben würde, wäre es eben auch die Archäologie stärker zu integrieren. Was, glaube ich, auch irgendwo unvermeidlich ist, denn wenn man sich die Geschichte insgesamt ansieht, es gibt ja inzwischen eine genetische Geschichte, nicht? Es gibt eine Klimageschichte. Das sind alles Geschichten, die sich ja ergeben aus rein naturwissenschaftlichen Ansätzen, die aber ganz stark und auch transformierend in einigen Fällen beitragen zu unserem Verständnis der alten Geschichte, unabhängig davon, ob wir uns mit schriftlichen oder nicht schriftlichen Kulturen befassen. Nicht? Das ist ein Prozess, der unaufhaltsam ist, meines Erachtens, und der sich in der Zukunft noch stärker manifestieren wird. Also insofern hier der Archäologie einen größeren Stellenwert in einer erweiterten alten Geschichte einzuräumen, sollte in dem Rahmen dann eigentlich kein größeres Problem sein.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diese sehr anregenden Ausführungen. Und ich meine, mir ist dieser Ansatz grundsätzlich äußerst sympathisch, auch vielleicht im Hinblick auf so etwas wie eine Frage eben von anthropologischen Konstanten, was entwickelt sich in unterschiedlichen Räumen, durchaus auch in unterschiedlichen Zeiten. Und ich bin irgendwie sehr gespannt, wie Sie das dann im Buch im Einzelnen explizieren. Jetzt so im Moment habe ich durchaus auch gewisse Fragen, die ich mir stelle. Also das eine ist mal, was Sie auch berührt haben, eben die Paläoanthropologie, die geht ja auch global vor. Und ich meine, die muss genauso diese Brücken überwinden, über den Kontinenten geht hin und her. Sie hat es einfacher, weil sie dann einfach irgendwie mit DNA-Materialien arbeitet. Funde. Es wird schon schwieriger, wenn die archäologischen Kontexte dort auch berücksichtigt werden müssen, aber die ist nun per se sicher global. Dann ist das andere eben dann die Frage auch von zeitlichen Verschiebungen, wie Sie gesprochen haben. Ich habe zwischendurch immer wieder auch gedacht, wie verhalten Sie sich zum Konzept der Achsenzeiten, das in der letzten Zeit ja Jan Assmann wieder etwas populärer gemacht hat. Sie gehen eher von Achseninnovationen aus, wenn ich das richtig sehe. Also für Sie ist das, was Altertum jetzt als Objekt, das neu dann auch disziplinär aufgestellt werden sollte, an ganz bestimmte Innovationen gebunden. Das scheint mir ein starker Fortschrittsgedanke leitend zu sein mit drin, der vielleicht auch wieder zu differenzieren ist. Eben, was ist nun wirklich Fortschritt? Sind es, welche Häuser sind welcher Fortschritt, welche Toiletten und so weiter? Also das finde ich auch insofern eigentlich etwas problematisch. Und dann haben Sie das verbunden mit einer negativen Linie, bei der Sie von diesen Verengungen, von Verlusten auch gesprochen haben. Jetzt, wenn man zum Beispiel auch etwas anschaut, was mir auch ein bisschen gefehlt hat in Ihrer Präsentation, von diesem ägäischen Mittelmeerraum der Bronzezeit sozusagen, der vielleicht ein klein, sozusagen so etwas wie ein bisschen homogeneres Feld darstellt. Also Da gibt es mindestens eben, ich meine, Sie erwähnen das auch mit der Connectivity, also da haben wir doch eben zumindest diese Kontaktphänomene. Und das ist vielleicht sehr, sehr wichtig, dass man das auch hat, um dann wirklich irgendwo etwas auch daraus zu machen. Und da sieht man schon gewisse Innovationen, die weitergehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich da genügend klar ausdrücken kann, denn ich meine eben, ich finde auch, man muss die Entwicklungen in Japan, unabhängig davon, ob sie zeitlich verschoben sind, genauso in den Blick nehmen wie anderswo. Und umgekehrt gibt es dann diese Berührungen von Entwicklungen, gewissermaßen Übernahmen, wo immer die Frage ist, wo diffundiert etwas, wo entsteht etwas autochthon immer wieder neu, denn auch das ist ja möglich. Also das sind alles Fragen, die, glaube ich, durch ein solches globales Altertum, das an bestimmte Innovation und Fortschritte gebunden ist, noch nicht unbedingt so viel stärker erhellt werden, aus meiner Sicht. Also sozusagen, was ist da wirklich der Zusatzgewinn bei diesem Ansatz? Ich bin vielleicht undeutlich ausgedrückt. Ich meine, ich habe eigentlich nicht, ich favorisiere nicht die Vorstellung eines Fortschritts. Nicht? Wenn es nach mir ginge, würden wir das Wort in dem Kontext gar nicht mehr verwenden, weil das würde das alles sehr viel vereinfachen. Es gibt ja offensichtlich Veränderungen, die kann man schlecht ableugnen. Nicht? Und die sind nicht unbedingt linear. Die sind auch nach dem Modell der Evolution eher saltationistisch aufgestellt, dass es zu einer Zeit größere Veränderungen gibt und dann Elaborationen, dann wiederum Veränderungen und so weiter. Also diese Phasen sind nicht nur unserer Fantasie entsprochen, die können wir schon in gewisser Weise auch beobachten in der historischen Realität sozusagen. Und das wäre eben mein idealer Strukturierungsmechanismus. Die Verluste, glaube ich, sind auch schon nach eines politischen Gründen sozusagen auch zu betonen. Nicht? Jedes Mal, wenn es einen sogenannten Fortschritt gegeben hat, ob das jetzt Gehen auf zwei Beinen ist oder Verlust der Körperhaare oder Gehirnwachstum und all diese Dinge, haben wir etwas verloren. Nicht? Wir können nicht mehr auf den Bäumen sitzen und die Geburt ist sehr viel schwieriger geworden wegen der großen Köpfe der Babys und all diese Dinge. Und das Kochen hat unseren ganzen Magen-Darm-Trakt verändert und wir können jetzt bestimmte Dinge nicht mehr essen oder verdauen und. Das sind endlose Beispiele. Wir heute hier in diesem Zimmer sind die jämmerlichsten Geschöpfe in gewisser Weise, weil wir komplett abhängig sind von Millionen, Milliarden Leuten über die ganze Welt verstreut, die wir nicht kennen, auf die wir keinen Einfluss haben,
wenn die uns nicht mehr versorgen mit Dingen, verhungern die meisten von uns. Nicht? Das ist eine Abhängigkeit, wie es sie früher überhaupt nie gegeben hat. Das ist offensichtlich ein Verlust. Das kann man ja überhaupt nicht bestreiten. Nicht? Also in dem Sinne hat es gar keinen Sinn mehr, hier von Fortschritten zu sprechen. Es ist eine Transformation. Tiefe Veränderung, die sich immer noch entsprechend manifestiert, die sich aber strukturieren lässt und wo man meines Erachtens schon bestimmte Phasen, das ist das beste Wort, das mir einfällt, sich identifizieren lassen und als auch als Strukturierungselemente der Geschichte. Ob das jetzt ideal ist, weiß ich nicht. Das kommt mir besser vor, als was wir im Augenblick haben. Ich glaube, das ist irgendwie schwer zu bestreiten. Und der Gewinn ergibt sich eben daraus, was Sie selbst gesagt haben. Nicht? Dass also bestimmte Dinge, ist etwas autochthon, ist etwas diffundiert, das wüsste man ja gar nicht. Das kann sich eigentlich nur aus dem globalisierenden Ansatz ergeben. Das kann man ja gar nicht wissen sonst. Nicht? Und was die Achsenzeit anbelangt, man muss jetzt nicht auf die ursprüngliche Achsenzeit von Jaspers zurückgehen, aber die Vorstellung, dass es jetzt alles ist vergleichbar, man sollte das Wort vergleichbar nicht verwenden, weil man kann Äpfel und Birnen sehr gut vergleichen, nicht? Also ähnliche Elemente sich bilden in verschiedenen Teilen der Welt ungefähr zur gleichen Zeit oder auch nicht zur gleichen Zeit, das ist ja sehr interessant. Wenn das zur gleichen Zeit Erfolg, muss man sich fragen, ist das zufällig oder ist das eben, weil da Verbindungen bestehen oder was immer. Man müsste das eben auch globaler untersuchen. Da sind inzwischen ja auch schon Ansätze im Gang, um zu schauen, gab es das auch anderswo, gab es das in Amerika, ja, nein, warum nicht und so weiter. Also das ist ein schon vielversprechender Ansatz, der natürlich von vielen professionellen Historikern eher mit großer Skepsis betrachtet werden würde, weil es eben irgendwie reduktiv aussieht oder essentializing oder was immer die entsprechenden Adjektive sind, die hier verwendet werden. Aber das ist eben schon etwas, das sehr gut vereinbar ist, nicht, mit dem Ansatz, den ich hier versucht habe vorzustellen. Wolfgang Bär. Das ja, funktioniert. Ja, auch von mir vielen Dank für diesen anregenden Vortrag. Ich würde gerne fragen, ob es nicht parallel zu der Öffnung dieser Globalgeschichtsschreibung in eine planetare Geschichtsschreibung auch noch eine Geschichtsschreibung des Scheiterns von Globalgeschichten bräuchte. Es gibt Globalgeschichtsschreibungen zum Beispiel in China in der Ming- und Qing-Zeit, die scheitern, genauso wie die Globalgeschichtsschreibung, die Sie ganz am Anfang Ihres Vortrages mit Scaliger und anderen erwähnt haben. Es gibt ganz andere Phasenmodelle, zum Beispiel in einer buddhistischen Weltgeschichtsschreibung, die andere Teleologien erzeugen, die andere Valorisierungen, die Sie genannt haben, erzeugen. Bräuchten wir das nicht parallel, um nicht wieder in dieselben Fallen hineinzulaufen? Wenn wir das Terrain öffnen. Und dann eine zweite Frage, dieser Bedarf an der langen Vorantike, den Sie geltend gemacht haben, den versuchen ja zum Beispiel Leute wie Graeber und Wengrove in The Dawn of Civilization genau einzuschlagen, die Verbindung mit der Anthropologie, die Verbindung mit der Archäologie. Nun weiß ich, dass Sie sehr auf dieses Buch eingeschlagen haben, aber vielleicht könnten Sie doch noch einmal in 2, 3 Sätzen sagen, was Sie an diesem Ansatz gestört hat. Danke. Ansatz selbst hat mich überhaupt nichts gestört. Ich finde den Ansatz ideal in gewisser Weise. Zu sagen, man kann nicht nur sich auf die Dinge konzentrieren, die sich die Leute in Museen anschauen, nicht die Leute eilen durch die Exponate, nicht, wo es irgendwelche, also das sind nicht die steinzeitlichen, aber die Frühholozänen gibt von den Dorfgesellschaften, dann schauen sich die Leute an, dann rennen sie zu den hochkulturellen Artefakten. Genauso ist es ja, nicht? Und das ist ein Fehler. Da stimme ich denen völlig hundertprozentig zu. Meine Probleme mit dem Buch liegen mehr im Methodischen, wie sie das dann tatsächlich aufbereitet haben, die Behauptungen, die aufgestellt wurden, auch die Anfeindungen, all diese Dinge. Also es geht mir, die Kritik liegt im Stilistischen und im Formalen, aber vom Ansatz her finde ich das Buch absolut ideal. Und deshalb tut es mir leid, dass sie es nicht anders gemacht haben. Obwohl natürlich die Weise, wie sie es gemacht haben, auch den kommerziellen Erfolg natürlich sichergestellt hat, das ist überhaupt keine Frage. Das zeigt aber auch, dass es einen Hunger gibt, einen Appetit nach dieser planetaren Geschichtsschreibung. Nicht? Und auf das Scheitern zu sprechen kommen, ja, die sind oft gescheitert, schon Herodot und die islamischen Geschichtsschreiber im Mittelalter sind alle irgendwie aus der Mode gekommen und die armen Göttingen sind aber wirklich gescheitert. Nicht? Die sind ja völlig abserviert worden in ganz kurzer Zeit. Das ist alles völlig durch den Nationalismus und so weiter alles
getötet worden durch den Rassismus und so weiter. Und jetzt, naja, leben wir wieder in einer anderen Welt. Nicht? Das ist die Geschichte, die wir konstruieren, ja immer abhängig von uns, nicht? Wie wir entscheiden, dass wir die Welt sehen wollen. Und wenn wir jetzt im frühen 21. Jahrhundert nicht eine globale Vorstellung hier privilegieren, dann ist ja etwas, stimmt ja etwas nicht mit uns sozusagen. Nicht? Das müssen wir nicht nur wegen der ökonomischen Globalisierung, sondern auch, weil die Probleme, über die wir immer mehr sprechen, ja planetare Probleme sind, die Klimaänderung oder was immer. Nicht? Hat sich auch gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass Probleme buchstäblich planetarer Natur sind und davon können sich ja Historiker nicht abschotten. Die können ja nicht sagen, naja, da gibt es Probleme und das können wir nicht perfekt machen. Natürlich müssen sie dann auch hinein und sich dementsprechend anpassen, sei es auch nur, um vielleicht in der Zukunft auch künftige Studenten damit anzusprechen oder die Öffentlichkeit insgesamt. Nicht? Das scheint mir unvermeidbar zu sein. Okay, ja, vielen Dank. Also Ihr Vortrag hat mich sehr zum Nachdenken gebracht über viele Aspekte, glaube ich, die wir generell hier gerade in Zürich viel nachdenken. Also ich bedanke mich für das Lob der Archäologin, ich bin ja selber Archäologin und da könnte ich es jetzt damit bei bewenden lassen. Ich weiß nicht, ob wir das Lob so wahnsinnig verdient haben, aber das ist jetzt eine andere Frage. Aber zu Ihrem Vorschlag der globalen oder planetaren Geschichte, wir haben einen ähnlichen Trend natürlich in den Archäologien mit Globalarchäologie, Weltarchäologie. Jetzt kann man sagen, da sind wir sehr viel weiter. Weiß ich nicht, irgendwie vielleicht schon. Aber ich weiß nicht, ob das ein Weiter ist im Sinne von einem Besser. Es ist ein Anders. Dadurch, dass wir wahrscheinlich in den Archäologien global, weltweit betrachtet, von dem methodischen Zugang einfach vor anderen Problemen möglicherweise stehen. Und da wollte ich ein bisschen fragen, braucht es denn eigentlich zwingend diesen Fokus auf den Entwicklungsprozess? Mich erinnert die Versuch der Definition, den Sie ja versucht haben, also was kann denn da ein Hilfsmittel sein? Also die Verdichtung von Innovationen, wenn wir das quasi betrachten als Merkmal. Das erinnert mich an die Diskussion um die Frage, was ist deine Kultur? Und das ist ja ein Begriff, der in den Archäologien ja sehr kontrovers, auch in den letzten Jahrzehnten schon lange immer wieder geführt ist und immer wieder geführt werden muss. Da werden wir auch zu keiner richtigen Antwort kommen. Und wir versuchen uns anzunähern, natürlich unter anderem mit einem solchen Konzept eines Verdichten von Innovationen. Das würden wir jetzt auch sagen, das trifft jetzt für die griechische Kultur zu. Dann würden jetzt sicherlich andere Kollegen aus anderen Archäologien auftreten und sagen, ja, also das können wir vielleicht nicht immer sagen. Wieso muss denn eine Verdichtung von Phänomenen irgendwie dazu beitragen, eine Kultur zu definieren? Also kann eine Kultur sich nicht auch definieren über Stagnation möglicherweise? Also da wollte ich fragen, inwiefern Ihre Überlegungen eben auch an dieser Diskussion um den Kulturbegriff andocken. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Geschichte global denkt, ist auch die Frage dessen, wieso braucht es den Entwicklungsprozess, wieso braucht es die Verdichtung, wieso ist nicht alles, was vergangen ist? Und da sehe ich jetzt eher in den Archäologien eher so den Trend, wir nehmen das, was kommt. Wir versuchen es natürlich zu kategorisieren, aber generell ist die kleinste Einheit, die wir versuchen fassen zu können, das ist auch schon etwas untersteht. Natürlich, also wir versuchen ja genauso wenig zu werten wie die Historiker, das ist natürlich völlig klar. Aber da sehe ich einen breiteren Zugang und der würde eben mit so einer Phänomenologisierung auf Bündelung von Innovationen, das spielt bei uns natürlich eine Riesenrolle, klar. Erfindung von Techniken, Wissenstransfer, klar. Wer wandert von A nach B, wer kumuliert sich an einer bestimmten spielt eine Riesenrolle. Aber die Frage ist, kann das alles abdecken? Die ganze Diskussion mit dem Kulturbegriff hat das gezeigt, dass wir da vorsichtig sind. Jetzt wollte ich fragen, wie stehen Sie da in diesem Griff dazu? Ich habe das, wie Sie gemerkt haben, absichtlich vermieden, natürlich darauf einzugehen, aus gutem Grund. Es ist natürlich das Projekt getrieben von der Vorstellung, dass es ja irgendeine übergreifende Strukturierung geben muss, weil sonst haben wir wirklich nur die Geschichte der Menschheit. Das wäre sehr schön, nicht? Das wäre sehr schön. Nur, es ist ja, was ich schon ausgeführt habe, arbeitstechnisch nicht leicht zu realisieren, nicht? Wenn man jetzt sagt, wir werfen alles von Homo sapiens bis jetzt in einen Topf und wir gehen nach Kulturen oder was immer die Kriterien sind vor, das wäre sehr nett und wir sollten das auch tun in gewisser Weise. Nur, wie weit man jetzt den akademischen Betrieb danach organisieren kann, ist wieder eine andere Frage. Nicht? Das liegt vielleicht dann in fernerer Zukunft. Also ich glaube schon,
wir können uns nicht völlig von der Vorstellung von gröberen Phasen lösen, schon aus pragmatischen Gründen, aber nicht nur, glaube ich, aus pragmatischen Gründen. Nicht? Man könnte ja sagen, dass Kulturen, die eingebettet sind in eine bestimmte Phase, um das ganz vage auszudrücken, sich dann vielleicht doch in bestimmten Qualitäten systematisch unterscheiden im Durchschnitt von Kulturen, die eingebettet sind in andere Phasen. Zumindest wäre das meine Hoffnung, nicht, dass das so ist. Also es geht hier auch um ein Ringen sozusagen, um irgendeine Weise hier doch noch größere Kategorien zu finden, die gerade noch machbar sind, also von dem, was wir sozusagen im täglichen Betrieb machen, Lehr- und Forschungsbetrieb, die aber breit genug angelegt sind, um eben nicht hier sozusagen, es ist ja alles artifiziell, aber nicht grob artifiziell sozusagen zu trennen, was eigentlich nicht zu trennen ist. Das ist eine sehr schlechte Antwort. Aber es, wie gesagt, das ist natürlich alles Work in Progress. Nicht? Ich sage auch ausdrücklich am Beginn meines Buches, ich hätte dieses Buch nicht schreiben sollen. Erstens als Einzelperson. Es hätte gemacht werden sollen von einem Kollektiv aus verschiedenen Spezialismen, auch aus verschiedenen Teilen der Welt. Nicht? Und es sollte, auf das zurückgekommen, auch kein Buch sein. Nicht? Es sollte ein offenes Format sein. Nicht? Aber man muss irgendwo anfangen. Nicht? Das ist sozusagen die dem zugrunde liegende Idee. Anne Kolb. Ja, meine Frage doppelt sich jetzt bis zu einem gewissen Grad, aber das kann man nicht vorher wissen. Ist eben wiederum konkret eben auch nach der Umsetzung, nach der Realisierung. Und du hast ja jetzt auch nochmal erwähnt, wir brauchen die Spezialisten. Was ist die Rolle der Spezialisten? Ist die Lösung, so wie ich jetzt auch ein bisschen höre, dass wir noch mehr Companions haben? Ich sage das jetzt mal wirklich böse gemeint, auch die Schwemme ist ja kaum mehr zu überschauen und auch du hast einige herausgegeben. Also kann das wirklich die Lösung sein oder gibt es dann jetzt, abgesehen jetzt von der rein technischen Lösung, vielleicht doch auch da ein Zwischenformat oder Ähnliches? Wie siehst du das? Das ist eine gute Frage. Ich war auch immer sehr unzufrieden, auch mit meinen eigenen Kompendien, weil es ja auch sehr schwierig ist, die Beitragenden entsprechend zu motivieren, das zu tun, was man will, dass sie tun. Nicht? Also es gibt dann die berühmte Buchbindersynthese und so weiter, das ist sehr schwierig zu vermeiden. Also hier eine wirklich intensivere Kollaboration herbeizuführen, die auch notwendig wäre, um das reine Kompendienwesen sozusagen zu überwinden, das ist schon sehr schwierig. Das ist eine große Herausforderung, eben aufgrund der akademischen Kultur im Allgemeinen und aller möglichen Faktoren, die wir nur schwer beeinflussen können. Also bei der Umsetzung, die Umsetzung erscheint mir eigentlich als das größere Problem, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, philosophisch, intellektuell, wie man das formulieren will, könnte man das ausdebattieren und vielleicht zu irgendeinem Konsensus gelangen, dass das einen Versuch wert ist. Aber von der praktischen Umsetzung her ist real gesehen das Problem ein beträchtliches. Nicht? Deshalb glaube ich, ist es auch vertretbar, einen maximalistischen Anspruch zu stellen, einen eigentlich utopischen Anspruch zu stellen, um zu schauen, wie viel davon sich dann real überhaupt manifestieren kann. Nicht? Wenn man klein anfängt, kommt man vielleicht nicht weit. Wenn man groß das vorlegt, gibt es vielleicht Elemente oder Tendenzen oder was immer, die dann doch vielleicht zur Ausführung gelangen können. Man kann nie alle überzeugen, man kann sicher einige überzeugen. Und es wäre ganz wichtig, glaube ich, und das ist, glaube ich, schon realisierbar, dass von dem, dass solche Ansätze dann auch als gleichwertig behandelt werden im akademischen Belohnungs- und Bestrafungs- und Ausbildungssystem. Das ist eine Hürde, aber es ist eine Hürde, die zumindest theoretisch, glaube ich, zu nehmen ist. Und dann wird man sehen, nicht, wie sich das entwickelt, ob es das wert ist und welche neuen wunderbaren Ergebnisse sich daraus ergeben oder nicht ergeben. Aber das wäre schon eine wichtige Voraussetzung, dass hier der Pluralismus auch formal gestärkt werden müsste. Und das ist eine Hürde, aber ich glaube keine unüberwindliche Hürde. Vielleicht hake ich da gleich noch kurz ein mit der Frage, wie vermeiden wir, dass diese komparatistischen Unternehmungen
darauf hinauslaufen, dass wir Trivialitäten zusammenstellen, wo wir quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner verschiedener Kulturen identifizieren und Anne Kolb dann irgendwo schreibt, in Südamerika gab es auch Straßen. Was dann vielleicht 2 Minuten lang schon von Interesse ist, aber dann auch in der Aussagekraft seine Grenzen hat. Und es geht mit den früheren Kulturen natürlich auch so. Man spricht dann plötzlich überall von Chiefs, weil man nichts Besseres weiß und versucht dann so etwas was zu fassen. Wie können wir diese Gefahr vermeiden? Das ist dann eben, Sie haben selber von der seichten Lektüre gesprochen, die man notwendigerweise betreiben muss. Wie vermeiden wir, dass die Ergebnisse des Vergleichs dann eben auch irgendwo nur seicht sind? Es wird wahrscheinlich Anne Kolb immer über römische Straßen oder Meilensteine und dergleichen schreiben, aber vielleicht würde eine Anne Kolb, die dann mehr über die südamerikanischen Straßen weiß, einige Dinge etwas anders sehen. Und wenn es Zehntausende Anne Kolbs gäbe, die das tun, würde das kumulativ schon einen Effekt haben. Nicht? Also es geht nicht darum, dass sich jetzt Leute fühlen als globale Koryphäen, die über alles irgendwelche Aussagen treffen können. Es geht eigentlich mehr darum, dass sie die Kenntnis und auch explizite Referenz des anderen im globalen Kontext in ihrer eigenen notwendigerweise spezialistenhaften Arbeit bereichern kann. Das wäre eigentlich das Hauptziel. Es geht also nicht darum, Trivialitäten zu produzieren. Um noch etwas ganz Böses zu sagen, man könnte auch sagen, eine 700-seitige Habilitationsschrift zu den Straßen in Wales, ist ja auch eigentlich irgendwie trivial, nicht? Ich meine, in die andere Richtung, nicht? Man hat dann eine immense Fülle von Details und man fragt sich am Schluss, und wozu trägt das jetzt dann konkret bei? Es trägt zu etwas bei, aber es ist auch in gewisser Weise eine Sackgasse, so wie die global komparativen Trivialitäten in gewisser Weise eine Sackgasse sind. Das ist also nicht ein Problem, das nur dem breiten Ansatz inhärent ist. Das ist ein Problem, das sich genauso in der hyperspezialisierten Expertenforschung niederschlägt. Und das haben bereits die Gründer der Altertumswissenschaften wie August Böck vor 200 Jahren gesagt. Nicht? Die Leute verzetteln sich in diese Detailstudien vor 200 Jahren. Und wir wollen aber die große Synthese, die wird schon einmal kommen. Die warten wir jetzt immer noch, nicht? Das war damals schon die Vorstellung, das ist ein Problem. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen weniger Angst haben vor den Risiken, dass der globale Ansatz natürlich in sich birgt, und auch ein bisschen mehr ehrlicher sein bezüglich der Risiken, die der gegenwärtige, oft überspezialisierte Ansatz in sich birgt. Das wäre meine Antwort darauf. Dann haben wir noch eine ganz letzte Frage. Ich danke Ihnen vielmals für die weisen Worte und die offenen Fragen, die Sie da uns gegeben haben. Meine eigene Erfahrung als Touristiker oder Übersetzer oder so liegt eher in der Praxis. Und als Übersetzer stellt man fest, dass man die gleichen Wörter anders versteht, je nachdem, wer sie in den Mund nimmt. Und das Gleiche findet sich in den Wissenschaften. Ist es überhaupt möglich, diesem Spezialistentum auszuweichen und immer noch, es geht in die gleiche Richtung, prägnante Aussagen machen zu können? Zweiter kurzer Teil, im Leistungsnachweis, ich als Student hier an der Universität, ich finde keinen Platz, um globale Gedanken einbringen zu können. Hier ist die Abfrage der Leistungsnachweise immer sehr eng gesetzt. Ich habe 15 Minuten für einen Vortrag, würde gern noch eine Parallele zu China oder so ziehen, habe aber keine Zeit dafür und ich werde auch schlechter benotet, wenn ich das mache. Vielen Dank. Was denken Sie dazu? Zur zweiten Hälfte, das ist genau das Problem. Nicht? Das ist ja überhaupt keine Frage. Das müsste sich selbstverständlich ändern. Nicht? Anders geht es nicht. Und zum Ersten, ja, na, das stimmt schon. Wir übersetzen Texte, wir können ja auch unsere Fachbegriffe für unsere Kollegen übersetzen. Das wäre auch ein ganz elementarer Bestandteil dieses Ansatzes. Das muss auf jeden Fall Teil davon sein, nicht? Dieser spezialismenübergreifenden Kommunikation. Das müsste vielleicht am Anfang sogar stehen dessen. Aber das war ein sehr gutes Beispiel mit
globalen Ansätzen. Das kann man vielleicht etwas leichter korrigieren, letztlich im praktischen Bereich. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt auch nochmal für uns eine gute Vorgabe an dem, was wir auch in der Praxis leisten können. Ganz herzlichen Dank für dieses Plädoyer für eine globale alte Geschichte, auch ein Plädoyer für eine pluralistische alte Geschichte, in der eben unterschiedliche Ansätze existieren können, die eben unterschiedliche Ansätze aufgreifen kann und aufgreifen soll. Nochmals ganz herzlichen Dank.